Heilung. Ja, eigentlich nicht mehr so nötig, aber nun gut. Machen wir besser die Blutung auf ihn, da ist noch mehr zu holen. Der kickt nämlich jetzt. So, Schlag des Anführers, niederstrecken. Und tot ist er. Mann, wie einfach war das denn jetzt? Das verstehe ich nicht ganz, warum das plötzlich so einfach ging. So, nein, kein Schlüssel, ne? Ach so. Ja, das war ja einfach. Sollen wir noch ein bisschen EP sammeln? Ich würde sagen, jetzt wo wir einmal drin sind, sammeln wir noch EP. Ich hoffe auf diese untoten Eis... Na, nicht die Geister. Nicht die Geister, die sind blöd. So. Nee, bitte den Paladin angreifen. Ich verstehe das System hier nicht. So, Paladin, heiliger Schild. Blutung auf Left. Dann Pfeil Hagel. Angriff. Reicht nicht ganz. Kippt aber jetzt. Sehr gut. So, wir sind alle geschwächt. Das ist ja super. Jetzt verliere ich und wir hätten zum Boss gehen können. Das wäre das Allerschlechteste, was passieren könnte. So, erstmal Attacke auswählen, dann Gegner auswählen. Doppelschlag. So, der müsste dann beim nächsten Blutungsschaden bekommen auch sterben. Nee, das machen wir nicht. Wir machen Zirkel der Heilung. Das macht am meisten Sinn, glaube ich. Schlag des Anführers. Blutung geht auf ihn. Pfeilhagel. So. Das sieht halbwegs gut aus. Zack. Ach, verdammt, ich dachte, er stirbt. Ich dachte, zack, tot. Schlag des Anführers. Und Zorn der Bestie da hinten hin. Ja, komm, mach mal noch einen Pfeilhagel. Sehr effektiv sind wir mit dem Jäger hier eh nicht. So wie mit dem Schurken. Hier ist einfach Paladin und unser Heiler. Das Nonplusultra, was den Schaden angeht. Zumindest von der Effektivität her. So. Haben wir erledigt. Victory. 7900 Gruppen-EP. Level-Ups. Oh, wir haben schon einen auf 37. Irre. So, passiv beim Schurken. Ich glaube, das ist immer das Beste. Oder zumindest jetzt so, meiner Ansicht nach. Ich level mal niederstrecken. Und den letzten Raum clear ich auch noch. Und da kriegen wir einen Schatz. Das ist ja super. Schwacher Topasring, das ist nicht so super. Okay, ab in den letzten Raum. Der Boss. What? Hätte man vorher heilen sollen oder so? Stimmt, ne? Es geht aber. Wenn der Paladin das aushält und er nur den Paladin angreift... Oh! Oh, das ist blöd. Schwächung. Hallo? Ah, hat geklappt. Okay. Machen wir jetzt... Herzschuss mal auf... Ach, die nehmen ja kaum Schaden davon. Dann müssen wir den Boss fokussen. Einfach. Schlag des Anführers ist natürlich sehr effizient. Ei. Hallo? Was zur Hölle war das denn bitte? Zirkel der Heilung. Wohohohoho. Von draus vom Walde komme ich her. Aua, das war Schaden. Und der Jäger ist sehr ineffektiv in diesem Dungeon. Verdammt nochmal. Schlag des Anführers auf jeden Fall. Was hat er gemacht? Ich habe richtig Schiss vor dem jetzt. Ich muss mir gleich eine neue Unabux anziehen. Meine Güte. Immun gegen Schlaf. Scheiße. Komm. Körperlicher Widerstand. Ich gebe dir gleich körperlichen Widerstand. So. Super effizient. Ah, Schwein gehabt. Schwächung neu draufsetzen. Blutung neu draufsetzen.
Herzschuss auf den Boss. Ich will keine neuen Geister, falls er das nochmal tun sollte. So, Schlag des Anführers. Das war's. Der Boss ist tot, jetzt nur noch den Geist. Boah, das hat mich aber gerade erschreckt. Kein Mana mehr für den Jäger. So, puh. Erledigt? Erledigt. Jawohl. Ein Brecheisen. Das haben wir gesucht. Ihr habt den Endgegner besiegt. Verließ jetzt verlassen. Ja, bitte. Oh, erstmal schlafen, wa? So. Achso, wir sind voll. Ich habe gerade nachgedacht, aber das dauert bei mir immer so lange. So, ja, zurückbringen, genau. Begebt euch nach Steaminsel und absolviert die Quest. Ja. So, ist das... Ja. Die Reisen dauern immer so schön lange. Ich hätte am Anfang, muss ich wirklich sagen, nicht damit gerechnet, dass dieses Spiel so überlang Spaß macht und so über viel Material bietet, sag ich mal. Ich glaube, wir sind ja auf jeden Fall über der Folge 50. A 10 Minuten etwa immer. Das sind 500 Minutis, die wir jetzt hier in diesem Spiel schon verbracht haben. Ich versuche gerade geistig zu überschlagen, wie viel 500 Minuten in Stunden sind, aber es gelingt mir nicht, deswegen habe ich mein Handy genommen. Das sind 8 Stunden Spielzeit schon. Das ist echt nicht wenig. Und das für ein solch relativ einfach gestricktes Spiel. So. Hey, Nabe, hier ist dein fantastisches Brecheisen. Ihr habt es tatsächlich zurückgebracht. Danke, Abenteurer. Ich werde es kurz wegschließen, dann reden wir weiter. Klingt gut. Quest done. So. Hallo? Nabe? Mysteriöses Portal. Warum? Okay, bevor wir irgendwas anderes machen, würde ich gerne... dahin. Moment. Ja, da war kein Schmied. Obwohl, da ist vielleicht ein Schmied, ne? Dann reisen wir dahin. Ich möchte gern zum Schmied unsere Ausrüstung noch ein bisschen verbessern. Wir haben jetzt ordentlich Kohle wieder angesammelt. Und einige unserer Leutchen hatten ja, glaube ich, noch ein bisschen schwächelnde Ausrüstung. So. Ja, nee, Klappe. Schmied. Und zwar. Auf jeden Fall diese Rüstung. 450. 405, der Kleriker. Der hat aber bestimmt nur das Schmuckteil noch an, ne? Hat er bestimmt, jawohl. Daumen drücken. Ach, verflucht. Ja, müssen wir nochmal versuchen. Daumen drücken. Ja, geschafft. Okay, der Kleriker hat jetzt auch die stärkere Rüstung. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Das ist prima. Allerdings muss ich mal gucken. Der hat den Schmiedering, ne? Ja, da müssen wir den wegtun. Was packen wir dem denn mal drauf? Irgendwas, was mehr Sinn macht. Ja. Regeneration, Magie, Trefferpunkte. Das macht Sinn. Und wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir hier was verkaufen können. 4P, das brauchen wir nicht. Crit brauchen wir gerade nicht. Was haben wir hier? Oh! Ein Pilz, 1000 Erfahrungspunkte. Das können wir auch gleich mal verwenden. Ja, weg. Wer ist denn unser Schwächster? Der Jäger. Pilz. Ja. Und er hat auch tatsächlich einen Punkt bekommen. Steigert den Angriffswert, Initiative weniger. Machen wir da erstmal. Sehr schön.